Und herzlich willkommen zu Simtastic. Ich dachte, wir spielen heute mal ein wenig die Sims 2. Und zwar befinden wir uns ja in der Familie Hübsch. Und ich würde sagen, wir starten jetzt hier einfach mal rein und schauen dann auch einfach mal so, was wir heute mit der Familie Hübsch machen können. Unsere Haushaltshilfe hat uns jetzt mitgeteilt, ich bin jetzt fertig mit meiner Arbeit. Hast du Lust, mit mir abzuhängen? Und ich würde sagen, das machen wir definitiv. Denn wenn ich mich richtig erinnere, hat der Liebe eben eine Affäre mit der Haushaltshilfe. Und wie wir hier sehen, möchte er ein Techtelmechtel mit der lieben Katharina haben. Ich würde sagen, das sperren wir jetzt hier einmal ein. Ich habe schon so lange kein Sims 2 mehr gespielt, dass das jetzt echt eine Umstellung ist. Ich würde sagen, wir werden jetzt hier einfach mal ein wenig mit Katharina flirten. Und dann schauen wir jetzt hier erst einmal, was wir jetzt hier alles so machen können. Und wir werden dann jetzt hier auch ein wenig romantisch mit ihr werden. Und versuchen dann jetzt hier, ja, einmal sie dazu zu kriegen, dass wir eben mit ihr ein Techtelmechtel machen können. Ich weiß gar nicht mehr, wo haben wir eine Dusche? Können wir das so machen? Ne, wir haben hier leider keine Dusche. Aber ich weiß halt, wenn wir hier entspannen, wir entspannen uns jetzt einfach mal. Vielleicht kommt die liebe Katharina ja mit. Wie sieht's aus, Daniel? Nimmst du Katharina mit? Marie-Claire, das ist übrigens die Frau vom lieben Daniel, wird gebeten, sich den Stapel Papiere auf dem Schreibtisch ihres Chefs anzuschauen und die Dokumente nach Wichtigkeit zu ordnen. Nach der Hälfte des Stapels findet sie einige Reden, die ihr Chef überarbeiten sollte. Marie-Claire hat ein gutes Auge für Satzbau und sie weiß, wie beschäftigt ihr Chef ist. Sie kann die Reden entweder selbst überarbeiten oder sie einscannen und durch die Rechtschreibprüfung ihrer Textverarbeitung laufen lassen. Ich sage jetzt einfach mal, wir überarbeiten sie selbst, weil wer weiß, vielleicht kriegen wir ja da einen Extra-Bonus. Und ich sehe schon, Marie-Claire liest sich die Rede gründlich durch und findet ein paar Rechtschreibfehler sowie einige seltsame Formulierungen. Pflichtbewusst markiert sie die Fehler und schlägt passende Korrekturen vor. Anschließend findet sie ein relativ aufgeräumtes Fleckchen auf dem Schreibtisch ihres Chefs, wo sie die Reden gemeinsam mit ihrem Post-it-Zettel Aufschrift erledigt ablegt. Dafür hat sie fast 2 Stunden gebraucht und als der Chef zurückkommt, hat Marie-Claire gerade erst damit angefangen, die Dokumente nach Wichtigkeit zu ordnen. Der Chef ist sauer und macht ihr klar, dass er eine Praktikantin brauche, die ihre Pflichten zuerst erledigt und danach die übrige Zeit für Extraarbeiten nutze. Marie-Claire wird in die Telefonzentrale zurückgeschickt, wo sie wieder am Wahltelefon schickt. Oh Gott, jetzt haben wir sie einfach durch diese Aktion einfach degradiert. Also, lieber Chef, ich meine, das war nicht nett von dir. Sie wurde nämlich jetzt hier degradiert und jetzt ist Marie-Claire einfach da. Wir werden sie jetzt einfach mal ins Haus schicken. Sie möchte jetzt hier einfach auf die Toilette gehen, darfst du machen. Und dann kannst du hier einmal ein wenig Fernsehen. Nein, nicht erst Fernsehen, du sollst jetzt hier erstmal auf Toilette gehen und dann kannst du hier ein wenig baden. Und wir werden jetzt hier versuchen, ein Techtelmechtel mit unserer lieben Haushaltshilfe zu machen und hoffen, dass Marie-Claire einfach, ja, nicht hier rauskommt. Und es sieht so aus, als würde das 1A funktionieren. Und allein diese Spots, die habe ich so geliebt bei The Sims 2. Die sind so cool. Klar, manchmal auch nervig, aber ich finde das so klasse. Und ich würde sagen, die beiden haben jetzt den Spaß ihres Lebens. Und anscheinend ist Marie-Claire jetzt hier nicht aufgetaucht. Und somit haben wir eigentlich perfekt einmal schon mal, ja, das Erste hier abgeschlossen. Und jetzt möchte er... Oh Gott, er hat sie... Sie hat ihn doch einfach erwischt. Nein, ich dachte, das funktioniert. Und was hat er jetzt? Jetzt hat er einen Zusammenbruch, weil er beim Betrügen erwischt wurde. Aber warum? Sie war doch einfach in einem anderen Raum. Das ist krass. Sie möchte 500 Simoleons verdienen und möchte mit Daniel Freunde fürs Leben werden. Okay, ich würde sagen, wir lassen Daniel jetzt hier erst einmal zurück. Wer ist das? Ah, Frau Krusel ist angekommen. Und er wird jetzt hier erst einmal durchgecheckt vom Doktor, wie heißt der? Dr. Therapeut, ob mit ihm alles in Ordnung ist. Es sieht aber irgendwie nicht danach aus, als wäre mit Daniel alles in Ordnung. Okay, er hat ihn doch wieder hingekriegt. Und jetzt müssen wir einfach versuchen. Was macht er da, bitteschön? Okay, das ist lustig. Das habe ich ja noch nie gesehen. Da küsst er einfach den Besenstiel. Vielleicht stellt er sich auch gerade vor, es ist Marie-Claire und seine Tochter Angela, das ist übrigens die Tochter von den beiden. Also, ich glaube, das sind sogar Zwillinge. Einmal Angela Hübsch und hier oben haben wir Lilly Hübsch. Sie ist so eher die kleine Rebellin. Und jetzt steht Cassandra hier noch draußen. Und wir werden sie jetzt hier erst einmal begrüßen. Und zwar machen wir hier ein Küsschen-Schätzchen. Denn er muss ja auch, oder er möchte ja auch gerne 3 Techtelmechtel mit verschiedenen Sims haben. Und das werden wir ihm definitiv ja mit der Zeit erfüllen.
Und jetzt komm her, Küsschen rechts, Küsschen links. Jetzt ist natürlich die Frage, ist Cassandra schon eine junge Erwachsene? Ja, anscheinend schon. Oder was heißt junge Erwachsene? Die Altersklasse gibt es ja leider bei Sims 2 nicht. Wir unterhalten sie dann trotzdem jetzt hier erst einmal und werden jetzt hier erst einmal einen Witz erzählen. Dann werden wir natürlich einmal den Sim abchecken und werden dann jetzt hier auch mal den Raum sondieren, damit wir auch erst einmal schauen können, ja, ob der Gute sie überhaupt hübsch findet. Aber ich glaube, das wird so nichts mit den beiden. Aber nicht verzagen, Sandra fragen. Wir werden uns jetzt hier erst einmal ein wenig anfreunden. Und die liebe Marie-Claire entspannt sich jetzt hier einmal in der Badewanne. Und ich würde sagen, Lilly kann dann jetzt hier einmal zum Kühlschrank gehen und wird jetzt hier einmal das Mittagessen servieren. Und zwar ein paar Hamburger. Da kann ja eigentlich nicht viel schief gehen, oder? Und dann werden wir jetzt hier einmal ein wenig fragen und fragen einfach, gefällt dir hier, was du hier siehst? Und was hat jetzt der gemacht? Detlef Braun, also wirklich, das geht aber jetzt hier nicht. Okay, sie mag keine Unterwäsche. Dann gehen wir doch uns jetzt hier einfach mal schnell umziehen und versuchen halt dann nochmal mit der lieben Cassandra ein wenig, ja, zu spielen. Wir können sie ja hier einmal kitzeln. Natürlich erstmal ganz so auf freundschaftlicher Basis. Ich glaube, das mag sie einfach nicht. Na gut, dann werden wir jetzt hier einmal versuchen, sie freundschaftlich zu umarmen, obwohl wir reden jetzt einfach mal mit ihr. Dann werden wir jetzt hier mal fragen, ob sie nicht ein wenig mit uns abhängen möchte. Und liebe Katharina, kannst du vielleicht ja ein wenig auf Seite gehen? Und dann kann Daniel natürlich dann hier jetzt weiter versuchen, mit der Lieben ja hier abzuhängen. Wir werden ihr dann einfach mal ein Geschenk geben. Vielleicht nimmt sie das ja an und vielleicht steigert das ja auch so ein wenig unsere Beziehung. Wir geben ihr jetzt einfach mal das Neuropsychokomium. Okay, ich weiß nicht, wofür wir das eventuell brauchen können. Aber na gut, vielleicht nimmt sie es ja an. Ja, es hat zumindest an der Freundschaft, hat es sehr, ja, wie nennt man das, hat es sehr geholfen. Liebe Cassandra, was machst du jetzt? Nein, du gehst jetzt nicht zu Lilly. Du wirst ihn jetzt hier einmal freundlich umarmen. Okay, er hat noch großen Hunger. Dann isst du bitte einmal zu Ende. Okay, er hat einen totalen Abtörner auf Cassandra. Aber das ist ja eigentlich nicht so tragisch. Wer ist das? Jennifer Fröhlich. Können wir vielleicht Jennifer auch anrufen? Jenny, 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 wo bist du? Anrufen. Und dann bitten wir sie jetzt einfach mal ganz frech um ein Date. Und jetzt kommt hier diese junge Dame vorbei. Ja, die Dame ist praktisch dafür da, dass man eben auch um Blind Dates bitten kann. Und wir werden sie jetzt einfach mal mit Küsschen rechts, Küsschen links begrüßen. Und die zwei Geschwister beefen sich jetzt hier erst einmal wieder an. So, Herzchen, ich hoffe, ey, warte mal, ich brauche ein paar Dienste von dir. Wir brauchen jetzt hier einmal einen Liebestrank. Obwohl, Moment, Trank kaufen, Liebestrank. Wir kaufen einfach mal 10, weil, ja, tut mir leid, aber das kannst du dir nicht leisten. Hä, warum? Trank kaufen, Liebestrank. Oh, 3500. Okay, dann kaufen wir erst einmal 5, weil das sollte ja dann funktionieren. Ich weiß zwar nicht, wie der Liebestrank funktioniert, aber das werden wir ja dann sehen. So, den haben wir natürlich hier in unserem Inventar drin. Ich stelle jetzt hier erst einmal einen hin und schaue dann, was, wie gesagt, was ich damit machen kann. Okay, da hinten geht es richtig zur Sache. Was ist da los? Wer beeft sich da? Okay, Marie-Claire und Katharina streiten sich um Daniel. Wer hätte das gedacht, dass sie so einem, ja, Kerl hinterherlaufen? Und mal schauen, ob Daniel da überhaupt drauf reagiert. Einfach mal hier hingehen und schauen, ob das Ganze ja jetzt irgendwie so funktioniert. Okay, Katharina hat sie jetzt gerade richtig fertig gemacht. Und ich würde sagen, wir bitten jetzt einfach mal hier um ein Blind Date, weil ich meine, sie ist ja gerade schon da. Und die zwei sind sich auch irgendwie absolut nicht grün. Und dann schauen wir einfach mal, ja, wir möchten hier eine Frau haben. Und der Nebel in der Kristallkugel, wir werden jetzt einfach mal alles geben. Denn wir möchten ja wirklich, dass das Blind Date funktioniert. Nun, ich habe schon schlechtere, aber auch schon bessere Voraussetzungen gesehen. Vielleicht habt ihr beide eine Chance. Mal schauen, wen sie sich da aussucht. Okay, wir werden jetzt hier vorgestellt an eine Polizistin. Okay, also wir müssen jetzt innerhalb von 3 Minuten ein gutes Date, ja, bekommen. Schauen wir ganz kurz, wo die junge Dame ist. Ah, hier, okay. Dann werden wir jetzt hier einmal, wir werden jetzt einfach mal nach den Wünschen fragen. Mit Daniel essen gehen, oh, ist das nicht süß? Ich meine, Marie-Claire, du könntest ja theoretisch einmal hier aufräumen, während wir jetzt hier flirten. Dann werden wir natürlich hier einmal ganz frech fragen, was sie verdient. Werden sie einmal umgarnen. Und werden dann natürlich auch mal ein wenig pfeifen. Okay, ich glaube, das war jetzt nicht so gut. Wir werden dann trotzdem nochmal hier
fragen, was ist denn überhaupt dein Job? Denn das müssen wir ja auch rausfinden. Ich sehe, hier läuft alles eigentlich relativ gut. Wir werden dann definitiv ja jetzt hier weiter noch versuchen, an diese junge Dame ranzukommen. Wir können ja jetzt hier mal eine Geschichte über Kunst erzählen. Vielleicht interessiert sie das ja. Und was möchten wir hier? Mit Britta spielen. Okay, das können wir auch machen. Wir spielen jetzt einfach Wasserballonschlacht. Marie-Claire, kannst du bitte einmal ans Telefon gehen? Und jetzt möchte hier ein junger Herr die Angela sprechen. Dürft ihr gerne machen. Und die beiden, die beefen sich einfach da hinten nur. Es ist so lustig. Und dann werden wir sie jetzt einmal ein wenig am Rücken kraulen, denn es kratzt sie dort hinten ganz schrecklich. Und jetzt werden wir jetzt hier einmal den Liebestrank trinken und schauen, was für einen Einfluss der überhaupt hat. Okay, ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, was für einen Einfluss das Ganze hat. Aber können wir irgendwie zusammen irgendwo hingehen? Wir werden sie jetzt hier einmal romantisch umarmen. Ah, okay. Und dann gehen wir vielleicht einmal ein wenig spielen. Wir gehen jetzt hier einmal die Wasserbombenschlacht spielen, damit wir eben nach draußen können. Oh, und dann werden wir jetzt hier die Gute einmal küssen, weil die Zeit läuft ja auch ab. Und zwar werden wir sie jetzt hier einmal zärtlich küssen, damit die Sims das auch nicht unbedingt mitbekommen. So, die Zeit läuft ab. Das Date ist nett. Wir werden ihr dann einmal nochmal den Rücken kraulen, werden dann ein wenig flirten und werden dann jetzt hier erst einmal zweideutige Anspielungen machen. Ne? Also, ich meine, ihm geht es körperlich eigentlich nicht so gut, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Wir wollen definitiv dafür sorgen, dass die beiden ein großartiges oder sogar traumhaftes Date haben. Wir fragen jetzt einfach mal, ob sie ganz frech, ob sie vielleicht über Nacht bleiben möchte. Denn es sind ja definitiv genug Betten da. Und dann werden wir sie jetzt hier nochmal zärtlich küssen. Somit haben wir sie einmal zärtlich geküsst. Ich weiß jetzt gar nicht, haben wir sie jetzt überredet zu bleiben? Bleibt sie jetzt über Nacht? Egal, wir werden sie jetzt hier nochmal küssen und werden ihr wirklich, ja, einmal wirklich hier das ganze Programm fahren. Wir werden jetzt ihr auch mal in die Arme springen. Oh nein! Jetzt hat Katharina uns auch noch erwischt. Daran habe ich ja gar nicht gedacht. Na gut, aber da mussten wir ja drüber hinwegsehen. Liebe Birgit, bleib du bitte hier. Und Katharina, geh du bitte einmal. Verabschieden von Katharina. Tschüss, Katharina. Danke für das tolle Techtelmechtel, was wir hatten. Und wir möchten jetzt bitte hier Britta weiter in die Arme springen. Und ich weiß ja nicht, ob sie vielleicht schon genervt von ihm ist. Aber wir werden, wie gesagt, jetzt einmal Händchen halten. Dann werden wir natürlich noch einen sehr schmutzigen Witz erzählen. Und dann tanzen wir einmal ein wenig. Nein, jetzt geht sie einfach. Oh, schade. Mist. Okay, wir werden definitiv, werden wir sie morgen einmal einladen zu uns auf ein Date. Und ich würde sagen, wir werden die Familie Hübsch heute einfach nochmal verlassen. Wenn ihr gerne einen zweiten Teil sehen wollt, dann schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Ich finde es auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Wenn ihr Anregungen oder Ähnliches habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich wünsche euch viel Spaß beim Spielen und bis demnächst. Tschüss!